Konzentration auf das Kind. Während sich deine Hände bewegen, hörst du ein klares Glockenläuten, das durch den Nebel der Erinnerung schneidet. Du kannst nicht erkennen, von wo es kommt, aber es ist so nah und soll beruhigend wirken, deswegen bist du dir sicher. Das Kind aus dem Mutterleib ziehen. Und beschmeichelt durch deine Hände löst jede Bewegung ein neues Glockengeläut aus. Das Kind gleitet fast begierig aus dem Geburtskanal und seit es das tut, sind deine Hände in Bewegung und Stricken bewegen sich entlang eines weichen, nassen Seils. Nein, eine Nabelschnur, die zwischen den Beinen der nackten Frau und vor dir herauskommt. Du hältst ein kleines Kind in den Händen, noch nass von der Geburt. Das Kind stößt einen Schrei voller Leben aus, voller Seele, während das Geläut der Glocken in deinen Gedanken widerhallt und sie mit Willkommensgrüßen erfüllt. Die Seele ist an den Rändern verschwommen, als ob du eine Seele aus einer anderen Seele heraus betrachten würdest. Aber sie ist dort. Es ist am Leben, die Frau vor dir weint und greift mit ihrem ersten Schrei nach ihrem Kind. Der Frau das Kind geben. Du gibst ihr das Kind, etwas, das du schon viele Male getan hast, und als sich deine Hände bewegen, geht das Glockengeläut mit ihnen einher. Und du erkennst, dass die Glocken mit Schnüren an deinen Handgelenken befestigt sind, und nun erklingt ihr Widerhall aus der Erinnerung auch im Verstand des Kindes. Die Glocken sollen das Kind willkommen heißen. Sollen eine erste sanfte Begrüßung in der Welt darstellen. Ein beruhigendes Geräusch, das von den sanften Bewegungen deiner Handgelenke geführt wird. Du hilfst beim Weben seiner Gedanken, seiner Wahrnehmung und Erfahrung. Der Erfahrung? Die Frau lacht mit roher Freude aus ausgetrockneter Kehle. Ihre Gefühle scheinen besänftigt zu sein, aber das physische Zehren der Wehen haben sie erschöpft. Aber das Kind ist in Sicherheit und auf dem ganzen Plateau herrscht eine friedliche, ruhige, entfernte, schmeichelnde Stimmung, während die Erinnerung fortfährt. Ziehen wir uns mal zurück. Mit etwas Anstrengung weicht die Farbe aus der Szene und dein Verstand wird wieder dein eigener. Die trauernde Mutter steht still vor dir. Sie scheint sich nicht bewusst zu sein, was du gesehen hast oder dass du überhaupt in ihren Erinnerungen warst. Ich wandelte abermals in deinen Träumen, deinen Gedanken und ich glaube auch in deinen Erinnerungen. Eine Mischung aus Neugier und Furcht steigt in dir auf, wahrscheinlich in ihr. Sie hebt die linke Hand, das Klingeln an ihrem Handgelenk erstickt das Gefühl, das in ihr aufsteigt. Sie hat Angst, aber Neugier wirkt wie ein Anker. What did you see in my memories? I would hear you speak of them. Und was hast du in meiner Erinnerung gesehen? Ich will, dass du von ihnen sprichst. Der Traum, die Erinnerung, die ich bei unserem Treffen sah, das warst du, als du bei der Geburt eines Kindes halfst. Es herrscht Stille und als ihre Atmung ruhig wird, hörst du in der Ferne das schwache Weinen eines Kindes, eines Neugeborenen. Das ist, was sich genauso anhört wie im Traum. Während du zuhörst, hebt die trauernde Mutter beide Hände, als würde sie flechten und ihre Handgelenke läuten dazu, was dem sanften Drehen ähnelt, mit dem sie den Kopf des Neugeborenen heraushalf. Und zu deiner Überraschung erkennst du die Bewegungen und die Worte aus der Erinnerung, obwohl sie neu für dich sind. Als sie mit ihren Händen vor sich in der Luft flechtet, lässt das Weinen des Kindes nach, und dennoch wird das Glockengeläut in deinen Gedanken fast hypnotisch. Der Himmel scheint klar und deutlich zu sein, und du fühlst dich, als würdest du dich über deiner Umgebung stehen, als ob du auf einer großen Säule knien würdest, genauso wie in der Erinnerung. Zu deiner Überraschung fällt die trauernde Mutter wie eine Marionette, deren Schnüre durchgeschnitten wurden, schwer auf die Knie. Trotzdem hören ihre Hände nicht auf, sich in der Luft zu bewegen, und das Glockengeläut bildet das Echo ihrer Bewegung. Du hörst sie mit krächzender Stimme sprechen, mit der Stimme einer sehr viel älteren Frau, rau, fast verzweifelt. Tell me what you saw. Show me what you saw. Where were you? Sag mir, was du gesehen hast. Zeig mir, was du gesehen hast. Ihre Augen waren nun grauenhaft scharf und real, sind weiß überzogen, silbrig weiß wie Adra. Wo warst du? Auf einem Felsvorsprung vielleicht. Ich war hoch oben. War das Schnee? Ein riesiger Wald, der sich unter einem riesigen Fels erstreckte. Wir befanden uns in der Mitte in einem lichten Wald und durch den ein starker Wind tobte. Ein riesiger Wald, der sich unter einem riesigen Fels erstreckte. Das klingt am besten.
Als sie sich vor dir auf den Boden kniet, flüstert sie dir zu, heiser und noch leiser, wegen der Distanz zwischen euch. Stone of the Plateau. Its color. Tell me its color. Der Stein des Plateaus. Welche Farbe? Sag mir, welche Farbe er hat. Ein geborgener, kupferfarbener? Nein. Ein die Sonne erwärmte Oberfläche von Silbra, Adra. Während du zusiehst, erheben sich ihre Hände. Sie legt sie zusammen, bildet dann einen Kelch daraus. Als würde sie zum ersten Mal spüren. Als würde sie zum ersten Mal spüren und sie starrt hinunter in die Wiege ihrer Hände. Und die Glocken klingeln. Einmal, zweimal, als sie von der Bewegung schaukeln. And what did these hands hold? Widerspricht sie scharf. Und was hielten diese Hände? Dieselben Glocken wie du jetzt, sie hielten deine Mutter bei einer schmerzhaften Geburt. Ich bin mir nicht sicher, da war ein Kind, das du auf die Welt brachtest, und deine Hände, ich erinnere mich nicht. Dieselben Glocken stimmt nicht, die Mutter, oder? Sie lehnt sich zurück, als ob sie gen Himmel schauen würde, aber ihre Augen sind geschlossen und ein Tränenfilm bildet sich auf ihnen. Während sie langsam einatmet, spürst du die Zeit um dich herum ruhiger werden. Ich spüre die Erinnerung nicht. Ich weiß nicht, ob sie mir gehört, aber ihre Haare fahren wieder in den Schleier vor ihr Gesicht und sie nickt, aber nicht mit ihrem Kinn, sondern mit ihrem Verstand. Trotzdem danke, dass du es versucht hast. Ich möchte noch einmal darüber sprechen. Ja. Es herrscht Stille und als deine Atmung ruhig wird, hörst du in der Ferne das schwache Wehen eines Kindes, eines Neugeborenes, das was genauso anhört wie in einem Traum. Während du zuhörst, hebt die trauernde Mutter beide Hände, als würde sie flechten, und ihre Handgelenke läuten dazu, was den sanften Drehen ähnelt, mit dem sie den Kopf des Neugeborenen heraushalf. Und zu deiner Überraschung erkennst du die Bewegungen. Ja, das kennen wir alles. Das mit dem Weinen des Kindes kennen wir auch. Tell me what you saw. Show me what you saw. Where were you? Also das war schon mal richtig. Stone of the Plateau. Silber Adra. And what did these hands hold? Nehmen wir mal das mit dem Kind. Sie zieht plötzlich die Luft ein und atmet dann erleichtert aus. Sie kneift ihre Augen so zusammen, dass sie Schlitze bilden, aber den kurzen Augenblick, für den du ihren veränderten Gesichtsausdruck sehen kannst, scheint der wallende Schmerz in ihrem Gesicht nachgelassen haben. Sie schluckt einmal, zweimal und du hörst sie abermals in deinen Gedanken. Die krächzende Hülse ihrer Stimme hat sie verschluckt und sie ist zurückgezogen. It was the birthing bell you saw. Has it been so long? Have I forgotten so much? Du hast die Geburtsglocke gesehen. Sie klingt überrascht. Da wirbelt unter ihren Worten Angst empor. Ist das schon so lange her? Habe ich so viel vergessen? Zusammen mit ihren Worten kommt ein Sturm von Impulsen in Gedanken. Als ob ein Baum gebrochen wäre und als dein Verstand die Impulse zu Worte formt, erkennst du, dass es sich um ihre Muskeln und ihre erhärteten Gedanken handelt, die sich entspannen und wieder atmen. Und zwar mit solcher Intensität, dass du vor dem Stoß fast einen Schritt zurückweichen möchtest, aber du siehst, dass die Impulswelle Fragen an die Oberfläche treiben lässt. Unter ihnen ist auch ein Name, Wächter. Was ist die Geburtsglocke? It is a plateau formed of the spirit stone Adra. At its top is set a great bell, cradled in the reaching arm of the plateau. It stirs in the wind, and it sounds for leagues when struck by Kith hands. Es ist ein Plateau aus Adra, dem Seelenstein. Auf seinem höchsten Punkt befindet sich eine große Glocke, die sich in den ausgestreckten Arm des Plateaus schmiegt. Sie schaukelt den Wind, und wenn die Hände von Gestandenen sie läuten, so tut sie dies für Stunden. In distant times, the great bell served as a Glanfothan watchtower, perhaps. Why they abandoned it, I do not know. Other men came in time, settlers, and claimed the tower as their own. I, in turn, claimed it from them. The pillar became a cradle, where I could draw new souls into the world. Vor langer Zeit diente die große Glocke den Glanfothanern wohl als Wachturm. Warum sie ihn zurückgelassen haben, weiß ich nicht. Im Laufe der Zeit haben andere Leute Siedler und beanspruchten den Turm für sich. Wahrscheinlich kamen andere Leute.
Ich wiederum beanspruchte ihn von ihnen. Die Säule wurde zur Wiege, in der ich neue Seelen und in die Welt ziehen konnte. In deiner Erinnerung pfeifst du eine Frau bei der Geburt. Yet I believe you only saw a small part of the birthing ritual. It is not all in a moment, nor in a day. It is a journey of many years between the child, the mother and I. Ach du meine Güte. Ja, und trotzdem glaube ich, dass du nur einen kleinen Moment der Geburt gesehen hast. Denn es geschieht nicht alles in einem Moment oder an einem Tag. Es ist eine Reise vieler Jahre zwischen dem Kind, der Mutter und mir. Viele Jahre, ach du meine Güte. Egal, es gab viel, womit ich die Mutter unterstützen konnte. Einige suchte das rituale Wohlbefinden, um ihre Gedanken zu stabilisieren. Selbst andere aus der Glocke. Manche dagegen holten sich Rat, empfehlende Worte für die bevorstehenden Tage. Ich konnte zur Stärkung der Mutter Tränke, Tinkturen und das Lesen der Kinderseele anbieten. Kannst du mir etwas über die Geburtsglocke sagen? The ritual was one of many steps. It took many tens of years to carve them, but always the child's thoughts were there to guide me. From the moment it began to awaken, to the three seasons within the mother, to the birthing day, and the years to follow. The child's thoughts, that is where it began. Das Ritual war einer von vielen Schritten und es dauerte viele Jahrzehnte, sie einzukerben. Aber ab dem Moment seines Erwachens waren die Gedanken des Kindes stets da, um mich zu führen. Zu den drei Jahrzehnten innerhalb der Mutter, dem Geburtstag und den darauf folgenden Jahren. Die Gedanken des Kindes, das war der Anfangspunkt. The expectant mother. I could often sense her thoughts and those of her child before she could. I would soothe her, free her from the panic of questions. I would sound the memory of the birthing bell atop the plateau in her mind, letting the memory of the vibrations fill my thoughts and hers. Often, the child's soul could hear it too, so the sound of the bell echoed in the mother's thoughts. Die werdende Mutter oftmals konnte ich ihre Gedanken und die ihres Kindes noch vor ihr selbst spüren. Ich beruhigte sie dann und befreite sie von der Panik ihrer Fragen. Da läutete ich auf dem Plateau in ihrem Verstand die Erinnerung der Geburtsglocke und ließ die Erinnerung an die Vibration meine Gedanken erfüllen und somit ihre. Oft konnte auch die Seele des Kindes den Klang der Glocke hören, der in den Gedanken ihrer Mutter widerhallte. Du hast die Gedanken der Mutter gespürt. Du erwähnst, dass das Ritual Jahre dauert. Was passiert nach der Geburt? Ich habe noch andere Fragen über die Glocke. Du hast die Gedanken der Mutter gespürt? Das Teil von Erinnerung und Gedanken kann Leben miteinander verbinden. Notlagen auch und hauptsächlich das Teil von Vertrauen. Die Socke selbst bietet solche Gedanken Unterschlupf, Gelegenheiten, tief in den Felsspalt hineinzusehen. Hohlräume im Fels, in die man sich zurückziehen könnte. Spalten, in denen man den Adra um sich herum spüren könnte. Während sie spricht, spürst du deine Beine gebeugt, gekreuzt und die Wärme der Wände um dich herum und die Decken dick gewebt unter dir. Solche miteinander geteilten Bilder können Seelen noch enger aneinander binden und ihnen ermöglichen, Stärke voneinander zu beziehen. Du erwähntest, dass die Rituale Jahre dauern. Und was passierte nach der Geburt? Nachdem der Schmerz abgeleitet wurde und Mutter und Kind wieder atmen, läutete ich mit den Geburtsglocken an meinen Handgelenken und ermöglichte der Mutter, die Gedanken des Kindes zu hören, das widerhallende Echo in beider Gedanken. Die Glocken öffnen den Weg zwischen ihnen, lassen ihre Gefühle in das Neugeborene übertreten und lassen sie im Gegenzug das Kind spüren. Und wenn sich die Gefühle treffen, dann flechte ich eine andere Erinnerung und lasse sie in ihrer beider Verstand verwoben zurück. Wow, klingt ziemlich kompliziert. Haben diese Glocken beim Geburtsvorgang eine wichtige Rolle gespielt? Eigentlich ja, oder? Ja, und noch für Jahre danach. Nach der Geburt habe ich dem Kind einen Satz gegeben, ein Andenken an die Erinnerung, die Mutter und das Kind teilten. Du empfindest ein merkwürdiges Gefühl, eine Art von Wärme und du spürst, wie ein Lächeln geteilt wird, dann aber flackert es auf und verschwindet. So wie die Glocken das Kind hervorlockten, so begleiteten sie es an den Handgelenken befestigt auf seinem weiteren Weg, um für es in Körper und Geist zu sorgen. Damit ist keinerlei Magie verbunden, nur die Magie des Praktischen. Sollte sich ein Kind aus seiner Wiege oder Krippe entfernen wollen, so könnte das die Mutter schon allein durch das Warnen der Glocken erfahren.
Manchmal war ich stark, wenn auch die Verbindung stark war. Das Gefühl eines Lächels kommt wieder zwischen euch, dieses Mal aber langsamer, wissender. Wenn sie nicht beaufsichtigt werden, können Kinder mit ihren kleinen Händen viel Unheil anrichten. Das stimmt allerdings. Die Glocken werden erst abgenommen, wenn sie das Kind nicht mehr benötigt. Wenn ich sie in meinem Verstand nicht mehr hören kann, weiß ich, dass sich ihre Sehnen verändert haben und dass die Verbindung, die wir teilen, schon lange verschwunden ist. Dieses Abstoßen kann viele Jahre lang dauern, aber nur wenige. Aber es ist notwendig.